Die Jugend für das Leben ist da. Ganz kurz. Applaus. Ihr stellt euch schnell vor, ihr sagt euren Vornamen. Thomas. Miriam. Anna. Und der Benedikt. Und der Benedikt. Benedikt, Miriam, Thomas, Anna, warum seid ihr überhaupt hier? Wir sind hier, weil es ein ganz großes Unrecht ist, dass in Deutschland jedes Jahr 100.000 Kinder schon vor der Geburt getötet werden. Es ist ein großes Unrecht, dass Frauen, die in Not sind, keine Unterstützung bekommen und Abtreibung als einzigen Ausweg sehen. Wir sind hier, weil wir das sagen wollen, dass das ein großes Unrecht ist, wogegen wir alle etwas tun können. Gibt es bei euch in der Jugend Verständnis für das, was wir hier fordern also? Ja, auf jeden Fall. Also die meisten Jugendlichen verstehen total, was es heißt, dass Kinder abgetrieben werden und wünschen sich auch lieber ein Land ohne Abtreibung. Wisst ihr, es wissen wahrscheinlich alle, dass wenn man die Jugend fragt, in allen Untersuchungen seit Jahrzehnten gesagt wird, was sie sich vor allem wünschen, Treue, Familie, Kinder, und dann kommt es nicht so. Was läuft schief in dieser Gesellschaft? Ja, ich denke, die meisten Jugendlichen werden falsche Werte übermittelt von den Erwachsenen. Und auch in den Schulen geht es wahrscheinlich, sind die Lehrer meistens wahrscheinlich nicht gut genug informiert. Nicht gut genug informiert, ja, genau. Dann helft ihr ihnen nach. Ja, genau. Wir in Österreich machen Schuleinsätze, wir gehen in die Schulen und machen Vorträge über zum Thema Abtreibung. Wir werden von Religionslehrern eingeladen, damit die Schüler wissen, um was es in Abtreibung geht. Und wie die Miriam vorher gerade gesagt hat, die Schüler, die verstehen das. Die haben keinen ideologischen Klappen auf. Die verstehen das, wenn man ihnen die Wahrheit präsentiert, dann können die entscheiden und dann wissen die genau, um was das geht. Also man könnte sagen, mehr Wissen hilft zu mehr Leben. Auf jeden Fall. Die meisten Leute, mit denen man über Abtreibung redet, über die Entwicklung des ungeborenen Kindes im Mutterleib, die machen solche Augen, wenn wir denen Bilder zeigen. Die meisten Leute wissen das gar nicht. Die meisten Leute wissen nicht, dass bei einer Abtreibung ein Kind abgetrieben wird, was Arme hat, was Fingernägel hat, dessen Herz angefangen hat zu schlagen. Und wenn die Leute das wissen, dann hat sich im Kopf schon mal ein Schalter meistens Klick gemacht. Und das merken wir auf unseren Infoständen, das merken wir in Schulen. Und deswegen möchten wir auch weiter so machen. Wir bedanken uns bei euch. Ihr seid Hoffnungsträger für uns. Eine Sache vielleicht noch. Wir werden nach dem Abschlussgottesdienst noch einen Infostand haben. Da verteilen wir T-Shirts und Flyer und da kann man sich über unsere Arbeit informieren. Also ganz herzliche Einladung an die jungen Leute und die Leute, die sich jung fühlen, bei uns vorbeizuschauen. Danke. Es ist nett, dass du mich da angeguckt hast. Ja.